Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Update-Video zu The Forest und zwar zur Public Alpha Version 0.3.5. Was neu ist, ja, das seht ihr direkt auf den ersten Blick, denn der Startbildschirm ist komplett anders und ich finde, er ist ziemlich stylisch geworden mit diesem Höhlenausgang, dem neuen Menü, was hier unten ist. Ja, ist leider kein Dropdown-Menü, wie ich mir das eigentlich gerade irgendwie erhofft hatte, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Auch der Timer ist immer noch da, der natürlich selbstverständlich wie bei jedem Update einfach mal rigoros nicht eingehalten wird. Ja, ansonsten wäre es ja kein Forest. Ich wage mich nicht auf Koop zu klicken. Deswegen gehe ich mal auf Singleplayer und auf Continue, wo ich keine Slots habe. Das heißt, ich werde auf Koop gehen müssen und werde da auf Horst Game und Continue gehen müssen. Cool, sind da gerade Fledermäuse weggeflogen? Das finde ich ja geil. So, wir nehmen mal ganz einfach irgendein altes Safe Game, nicht, dass wir uns irgendwie was hier durcheinander hobeln. Es sind nämlich noch ein paar Sachen dazugekommen. Tatsächlich nicht viele. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, auch wirklich nur eine Sache. Und zwar ist eine neue Defensivanlage, nennen wir es mal so, Defensivanlage. Das klingt irgendwie so, als ob man zur Bank gehen würde und irgendwie sich beraten lässt und dann halt irgendwas nichts, ja, nichts Spekulatives haben möchte. Nee, es gibt eine neue Verteidigungsmöglichkeit für die Base und zwar ein Katapult. Das möchte ich jetzt ganz gerne gerade mal bauen, aber leider braucht das Spiel gerade relativ lange. Der Schriftzug ist doch auch anders geworden jetzt, oder? Meine ich. Naja, auf jeden Fall abgesehen davon sind einige Sachen an Bugfixes wieder gemacht worden. Es wurde ein großer Fehler behoben, der in normalen Multiplayer-Games die Auffindbarkeit von Servern verhindert hat. Ja, der Log-Slack-Bug wurde wieder entfernt, das ist sehr schön. Was noch dazu gekommen ist, beziehungsweise wieder entfernt wurde, ist, dass die Log-Slats unter Wasser jetzt automatisch wieder gedroppt werden. Das heißt, ne, Schultern voll machen mit Holz und durchs Wasser schwimmen ist nie mehr. So, wir gucken aber jetzt mal ganz kurz eben schnell, wo das Katapult ist. Denn das ist nach wie vor die einzige sinnige große Neuerung in diesem Patch. Deswegen kommt der nächste ja auch schon wieder innerhalb von 13 Tagen oder 12 Tagen und ein paar Stunden, sagen wir es mal so. Wo ist der scheiß Katapult? Ja, wenn man das wüsste, dann wüsste man das wahrscheinlich. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, das wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen, aber... Ah, guck mal da, schau. Katapult. 5 Loks, 15 Sticks, ein Rope. So, und das Ding können wir im Prinzip mehr oder weniger überall drauf basteln, wo wir denn jetzt gerade wollen. Die Frage ist, schießt dieses Ding automatisch? Wahrscheinlich nicht. Egal, wir pflanzen es einfach mal hier hin. Haben natürlich jetzt gerade mal nichts in der Tasche, was wir da reinschmeißen können, aber da kümmern wir uns gerade mal drum. Weil ich werde das Ganze sowieso nicht speichern, von daher... Kann ich mal ganz kurz hier eben am Berg ein paar Bäume wegnehmen. Ich stelle fest, sie sind immer noch nicht nachgespawnt hier. Das heißt, das haben sie schon mal echt rausgenommen, was ich nicht besonders gut finde, Freunde. Also, das heißt, bei wirklich großen Basen hat man dann wirklich den Wald halt irgendwann komplett weggeholzt. Was natürlich relativ logisch, authentisch, praktisch gut ist, aber... Irgendwann geht einem halt das... Ich bin so hohl. Ich bin so hohl. Da steht ein scheiß Logslet voll mit Holz neben dem Ding, was ich bauen möchte. Und ich laufe los und... Lassen wir das so stehen. Lassen wir das einfach so stehen. Regen wir uns nicht auf. Gänseblümchen. Heuwegelchen. Ach, genau. Richtig. Man kann jetzt auch wieder ein kleines bisschen Fleisch von... Vögeln und Eichhörnchen ernten. Aber so viel, wie ich das verstanden habe, nicht besonders viel. Also das wird sich wahrscheinlich kaum lohnen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob sie in dem Zusammenhang auch den Fehler mit den Vögeln gefixt haben, wo die halt einfach mal in aller, ja, in einer Tour fröhlich quietschend ins Feuer reingeflogen sind. Man weiß es nicht. So, ich brauche jetzt noch 8 Sticks. Das ist ein bisschen viel. Das werde ich eh nicht hinkriegen, glaube ich. Das ist ein bisschen blöd. Ich laufe gerade mal los und hoffe, dass ich welche finde. Ansonsten quatsche ich einfach noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich quatschen soll. Was soll ich denn quatschen? Ey, sag mal was. Was soll ich quatschen? Die sagt nichts. So ein Quatsch. Ja, blöd ist, dass ich das Ding jetzt gerade nicht fertig bauen kann.
Das ist ein bisschen kacke, aber wo ich jetzt hier gerade stehe, da gibt es nur halt relativ wenig Sticks. Vielleicht hätte ich das mit einem neueren Safe Game machen sollen, da bin ich ein bisschen weiter im Wald drin, ne? Auf jeden Fall steht in den Changelogs drin, dass das Ding momentan nur beladen werden kann mit Steinen, was ja mehr oder weniger auch Sinn macht. Oh toll, das ist ja ein schöner Stein hier, das ist ja fast gar nicht verbuggt. Man kann nicht durchgucken. Man kann ihn nur mit Steinen befeuern, was für ein Katapult ja logisch ist. Allerdings soll es in dem nächsten, glaube ich, schon so sein, dass man damit alles verschießen kann, was einem in die Finger kommt. Also, sie haben es spaßeshalber so irgendwie so reingebracht, von wegen, man kann damit ja auch Fische durch die Gegend schießen oder was weiß ich was. Ich denke mir einfach nur so, hey, cool, endlich mal eine Verwendung für unsere Leichen oder Patrick. Ha, guck mal, da kommt die Leiche, von der ich gerade sprach. Komm her! Mal ein bisschen was wieder für das Jugendfernsehen. Hallöchen, ich geh mal nach Hause. Nee, 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 nee. Könnten Sie vielleicht Ihre Blöße bedecken? Das ist ja unglaublich. Da wollte ich jetzt gerade von Jugend- und Kinderfernsehen sprechen, da kommen die direkt wieder angerannt hier. Ja, blöderweise kriegen wir das Ding nicht fertig. Ich denke mal, das wird nicht funktionieren, weil es ja gerade frisch reingepatcht worden ist. Das wäre das erste Mal bei Forest, dass es funktionieren würde. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob es es vielleicht doch tut oder nicht. Und ich hoffe, es war einigermaßen informativ, auch wenn der, naja, das Ding nicht fertig geworden ist, leider Gottes. Das mit dem Seil hätte ich sowieso nicht geschafft, es sei denn. Was stöhnt er denn so merkwürdig hier? Das ist auch neu. Okay, Seil hätte ich doch hinbekommen aus den ganzen Klopfs hier. Egal, dann mache ich hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Update-Video wieder oder im normalen Let's Play. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Reinschauen und tschüss.